Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es erstaunt mich immer wieder, wie vehement heutzutage grüne Spitzenpolitiker die Bundeswehr weltweit zur Rettung des Friedens einsetzen wollen, trotz des politischen Scheiterns in Afghanistan und im Sahel. Ich erinnere mich gut an Zeiten, da wollten sie die Bundeswehr und die NATO auflösen und skandierten Amigo Home oder kein Blut für Öl und bezeichneten meine Kameraden und mich ungestraft als Mörder. Und vor 20 Jahren titelte die Frankfurter Allgemeine die größte Demo aller Zeiten. Gemeint war der Protest gegen den drohenden zweiten Irakkrieg, prominent dabei auch die damaligen Bundesminister Künast und Trittin. Dieser zweite völkerrechtswidrige Irakkrieg hat schließlich zum Regime-Change von Sunniten zu Schiiten, der Hinrichtung Saddam Husseins, einer 10-jährigen Besatzung des Irak und als weiteren Konsequenz ab 2013 zum Erstarken des sunnitisch-islamischen Staates in Syrien und auch in dem Irak, in Irak geführt. Ab August 2014 unterstützte die Bundesregierung den Kampf der irakischen Kurden gegen den IS durch umfangreiche Waffenlieferungen. Dies gegen die Stimmen der meist Grünen. In Syrien hatte der seit 2011 andauernde Bürgerkrieg nach dem sogenannten Arabischen Frühling die Voraussetzungen für den Erfolg des IS geschaffen. Russland intervenierte auf Bitte des syrischen Präsidenten Assad ab Oktober 2015 gegen den IS und andere Terrorgruppen, aber auch gegen die syrische Opposition. Nach der Gründung der Internationalen Allianz gegen den IS, auch durch Deutschland, führte der Anschlag des IS in Paris im November 2015 mit 130 Toten zum Beistandsersuchen Frankreichs nach Artikel 42.7 EU-Vertrag, dem der Deutsche Bundestag mit dem Mandat zum Bundeswehreinsatz in Syrien im Rahmen der Operation Inherent Resolve folgte. Das Mandat umfasst den Einsatz einer Fregatte und von Aufklärungs- und Tankflugzeugen zur Unterstützung der Allianz gegen den Islamischen Staat in Syrien. Dieses Bundestagsmandat wurde in Fachkreisen als kritisch bis völkerrechtswidrig bewertet, da es damals und bis heute kein UN-Mandat nach Kapitel 7 der UN-Charta gibt. Und die Grünen stimmten damals gegen dieses Mandat. Seit 2019 ist der IS dank der Intervention der Allianz, aber auch Russlands, militärisch besiegt. Die weitere dauerhafte Eindämmung des IS muss damit den souveränen Staaten Syrien und Irak obliegen. Die fortdauernde Präsenz fremder Streitkräfte in Syrien ohne Zustimmung oder UN-Mandat, einzig aufgrund einer Erklärung des Selbstverteidigungsrechts nach Artikel 51 der UN-Charta, muss kritisch betrachtet werden. Dies gilt in besonderem Maße für die NATO-Partner USA und Türkei. Expertisen der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages liegen dazu vor. So unterhalten die USA weiterhin rund zwei Dutzend Stützpunkte in Syrien, dies gegen den Willen der Regierung in Damaskus. Das mag einem passen oder nicht. Und unter Vorenthalt der Erträge der reichen Ölfelder Syriens. Die Bundesregierung ist sich dieser Problematik durchaus bewusst und hat daher bereits im vergangenen Jahr Einsätze deutscher Flugzeuge im syrischen Luftraum aus dem Mandat genommen. Wir als AfD-Fraktion haben im letzten Jahr bereits die Vermischung des Mandats zur Unterstützung von Kampfeinsätzen in Syrien, der Alliierten, und einer reinen Ausbildungsmission im Irak kritisiert. Aber auch die Unterstützung von Verletzungen des syrischen Luftraums durch Alliierte mit deutschen Beiträgen zur Luftbetankung und Radarüberwachung ist aus unserer Sicht rechtswidrig. Daher lehnen wir auch heute den von der Bundesregierung vorgelegten Antrag zur Verlängerung des Einsatzes der Bundeswehr im Irak ab. Vielen Dank für die geschätzte Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist Nils Gründer für die FDP-Fraktion.